wenn ihr schon sind. Okay. Stefan Karasch, Björn Lars Blank, heute Fototermin am Gänseliesel. Warum das? Stefan, dein Job. Ja, aus Marketing-Sicht, wir wollten dieses Jahr ein Mannschaftsfoto machen, was uns ganz klar mit der Stadt Göttingen verbindet. Und das Wahrzeichen der Stadt Göttingen ist nun mal das Gänseliesel. Und da wir ein Teil dieser Stadt sind und auch die Stadt überall in Deutschland und in Europa repräsentieren, wollten wir dieses Jahr was ganz Besonderes machen und das Gänseliesel mit als quasi 13. Mann auf unser Foto bringen. Genau. Wir hoffen natürlich, dass das Wetter hält, damit wir ein schönes Foto haben. Ich denke, wird auch eine ganz gute Sache mit vielen Leuten in der Stadt, die gleich mal das Team bestaunen können, das erste Mal die neuen Spieler sehen. Und ich denke, das ist ja ein sehr direkter Kontakt mit den Leuten hier in der Stadt Göttingen. Und daher ist es ein sehr guter Termin, das Foto hier am Gänseliesel zu machen. Alles klar, alles klar. Was kostet das? Los ist es. Was sagt denn der Fanclub zu der Aktion? Ein Teamfoto am Gänseliesel. Es ist wahnsinnig geil. Und wenn es ein bisschen früher angekündigt worden wäre, wären wir auch zu mehr gekommen. Aber wir haben es gerade noch hingekriegt. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Gänseliesel als Wahrzeichen, als eins der beiden der Stadt. Das zweite ist ja hoffentlich dann das Team dieses Jahr. So kurzfristig, dass man es das bei Twitter eben gerade war. Forschung der BWL, der Ballsponsor muss zu sehen sein. Three, two, one. Open the signal and focus on Christian's camera.